Also ich freue mich sehr herzlich, dass Sie da sind. Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Josef Schmidt. Ich bin der Fraktionsvorsitzende der CSU im Münchner Rathaus. Und ich begrüße Sie heute ganz offiziell seitens der Landeshauptstadt München in Vertretung des Oberbürgermeisters anlässlich dieses Empfanges. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir sind überwältigt von Ihrer Teilnahme. Und das sage ich und betone ich deshalb, weil ich schon jetzt bitte, wenn es nachher bei den Getränken etwa oder dann auch beim Essen vielleicht heute nicht ganz reicht, dann ist es nicht so, dass die Landeshauptstadt München jetzt plötzlich zum Sparen beginnt und ausgerechnet bei Ihrem Empfang, sondern es kommt daher, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind. Das haben wir gar nicht vorhersehen können. Also bitte ich Sie schon jetzt um Nachsicht, wenn es etwas stockt. Aber wir freuen uns natürlich, dass Sie da sind und deshalb noch einmal ein herzliches Grüß Gott. Ich darf Ihnen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchner Stadtrat vorstellen, die auch heute hierher gekommen sind und Ihnen dann auch zu Gesprächen zur Verfügung stehen. Das ist die Kollegin Gülseren Demirel. Die Kollegin Brigitte Wolf. Der Kollege Orhan Akman. Und mein Kollege Marian Offmann. Ja, es war noch die ein oder andere Stadträtin da, wo ich Ihnen aber sagen muss, die lassen sich entschuldigen. Die wollten eigentlich noch da bleiben, aber müssen jetzt zu einer anderen Veranstaltung und wollten deshalb, dass ich sie jetzt nicht in Abwesenheit begrüße. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Und wir sind ja jetzt in Zeiten des Wahlkampfes und damit jetzt keiner einen falschen Verdacht hegt, dass meine Worte, die ich jetzt sage, irgendetwas damit zu tun haben könnten, sage ich Ihnen gleich, ich halte eine Rede von Bürgermeisterin Strobel. Ja, da ist jeglicher Verdacht gleich weg, dass das in irgendeiner Weise jetzt vom Wahlkampf geprägt sein sollte, weil das wollen wir natürlich nicht, es geht ja heute um Ihr Fest. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nochmal ausdrücklich im Namen der Landeshauptstadt München und freue mich, Ihnen sagen zu dürfen, dass, wie in den vergangenen Jahren schon, wir auch heuer wieder diesen Empfang aus Anlass des Newroz-Festes hier ausrichten. Ein Fest, das seit Jahrtausenden bereits im iranischen Kulturraum, in vielen Ländern Vorder- und Zentralasiens, auf dem Balkan und in anderen Regionen gefeiert wird. Und eben auch in München mittlerweile seinen festen Platz im Jahreskalender hat. Nun wird Newroz oder Nowruz oder Nowruz auch hier von den verschiedenen Ethnien in durchaus unterschiedlicher Ausprägung begangen. Ein Symbol für den kurdischen Freiheitskampf ist es für die kurdischstämmigen Volksgruppen. Das ist ein Aspekt. Der andere ist die kulturelle Bedeutung als Neujahrs- und Frühlingsfest. Als das Newroz von der UNESCO 2009 in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen wurde und damit eine Auszeichnung erfuhr, die mit der Anerkennung des 21. März als internationaler Newroz-Tag durch die Vereinten Nationen 2010 noch einmal zusätzlich bekräftigt wurde. Was die internationale Völkergemeinschaft damit zum Ausdruck gebracht hat, nämlich die Wertschätzung und Schutzwürdigkeit kultureller Besonderheiten und kultureller Vielfalt, dazu bekennt sich auch die Landeshauptstadt München mit allem Nachdruck. Deswegen sind wir auch nach besten Kräften bemüht, möglichst allen Aspekten und Facetten des Newroz-Festes gerecht zu werden. Und was den städtischen Empfang heute zum Newroz-Fest betrifft, das ist nach dem vorletzten Mal ja die Anregung auch gekommen, die Veranstaltung so zu gestalten und zu entwickeln, dass tatsächlich alle Volksgruppen hier vertreten und eingebunden sind, die dieses Fest feiern und mit ihren Bräuchen prägen und bereichern. Auch das haben wir bereitwillig aufgegriffen.
namentlich dem Vorsitzenden des Vereins Leben und Leben lassen zur Verwirklichung der Menschenrechte, Herrn Massoud Harun Mahdawi, ist dafür herzlich zu danken. Der Empfang zum Nevruz-Fest ist natürlich nur einer aus einer ganzen Fülle von Beiträgen, die wir, die Landeshauptstadt München, zur Pflege und Stärkung des Münchner Klimas der Weltoffenheit, der multikulturellen Vielfalt und des interkulturellen Miteinanders in unserer Stadt leisten. Immerhin leben in München heute Menschen aus über 180 Ländern zusammen und das auf wirklich vorbildliche Art und Weise. Über ein Drittel der Münchnerinnen und Münchner haben einen Migrationshintergrund. München lebt Vielfalt. So lautete daher schon der Titel des ersten Münchner Integrationsberichtes, den die Stelle für interkulturelle Arbeit des städtischen Sozialreferats vor gut 3 Jahren aufgelegt hat. Und trotz der bestehenden Defizite, die wir immer noch haben, das ist keine Frage, und die auch immer benannt werden, auch im Bildungsbereich, hat diese erste Bestandsaufnahme doch ebenso deutlich gemacht, dass die Landeshauptstadt München mit dem Kurs der interkulturellen Öffnung alles in allem auf einem sehr guten Weg ist. Fest steht schon jetzt, ein funktionierendes Miteinander ist immer ein beiderseitiger Prozess, wie das Fallbeispiel München und zumal auch der Beitrag, den die Münchnerinnen und Münchner mit Migrationshintergrund dazu leisten, eindrucksvoll zeigt. Sie, die Gäste des heutigen Empfanges, liefern dafür ja den besten Beleg. Viele von Ihnen engagieren sich in Vereinen, Initiativen und Selbsthilfeorganisationen und nehmen dort wichtige Aufgaben wahr zur Förderung des sozialen und kulturellen Teilhabe, des interkulturellen Dialogs und des Austauschs zur Wahrnehmung und Anerkennung von Vielfalt. Und auch dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Lassen Sie mich einen Aspekt aus diesen Wahlen aber jetzt doch benennen. Der steht auch nicht in der Rede der Bürgermeisterin. Der ist mir aber trotzdem wichtig und ich kann schon jetzt für die Kolleginnen und Kollegen, die hier stehen, auch sprechen. Der ist uns gemeinsam wichtig. Ich freue mich in Anbetracht des Ausgangs dieser ersten Runde der Wahlen, insbesondere der Wahl zum Münchner Stadtrat, dass es Rechtsextremen und Rechtsradikalen nicht gelungen ist, mehr als einen Sitz, den jemand aus dieser Gruppierung bisher schon inne hatte, zu erreichen. Es wurde im Vorfeld der Wahlen viel diskutiert. Es gab auch manche Befürchtungen. Aber es ist gut so, dass sich die Zahl der Vertreter von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten im Münchner Stadtrat nicht vermehrt hat. Das finde ich gut. Ja, meine Damen und Herren, noch einmal ein herzliches Willkommen und ein herzliches Grüß Gott. Und jetzt ist der Empfang eröffnet. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche. Ich sage noch mal, hoffentlich reicht alles, hoffentlich reichen die Getränke. Und damit ist auch, das Buffet gibt es keines, es wird gebracht, aber damit ist der Empfang eröffnet. Vielen Dank. Applaus